Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Update von meinem Tatooine-Mog. Wir starten gleich als allererstes einmal in der Stadt und danach geht's weiter zum Bobas Palast. Und hier drüben, ganz an der Ecke des gesamten Mogs, ist auch noch was weitergegangen. Und zwar bei dem Pike-Hauptquartier habe ich das Dach deutlich verändert. Da könnt ihr ja sehen, dass vorher war die Kuppel nämlich in der Mitte und außenrum war eigentlich nur so ein bisschen Tan-Ton und der Untergrund war einfach nur in dem Sand. Und wenn ich das jetzt mal hochhebe, war vorher hier drunter noch so ein Loch. Das habe ich jetzt alles geregelt und ich muss sagen, dass mir das echt ziemlich gut gefällt. Hier noch mit so einer kleinen Gitterandeutung daneben. Und ansonsten hier schön vielen Flat-Tiles in Tarn, Nougat und natürlich auch dieser Sandton. Wir starten hier einmal mit der Rebellenbasis. Dort habe ich nämlich zum einen die Technikecke etwas erweitert mit noch einem weiteren Technikmann. Und hier bei den Betten habe ich das insofern verändert, dass der Untergrund von den Betten jetzt nicht mehr so dark orange ist, sondern jetzt auch in dem Sandton. Da habe ich relativ lange überlegt, allerdings finde ich, dass das hier einfach nicht so gut aussieht, wie die Betten in dem Sandton darunter, weil man hier an der Ecke und auch hier drüben das dann sehr stark gesehen hat und das leider ein zu hoher Farbunterschied ist. Warum hier Ezra Bridger drauf liegt, der kommt nämlich hier hin. Das ist nämlich die andere Etage und zwar von dem Gebäude hier, was leider so gut wie noch gar nicht angefangen ist. Der kommt nämlich ungefähr so hier drauf. Natürlich jetzt auch mit dem Sandton. Ich wollte einmal zeigen, wie das aussieht mit dem Dark Orange Ton. Weiter geht es dann direkt daneben und zwar mit den Innenräumen dieser beiden Gebäude. Hier drin habe ich zum einen noch einen Verkäufer reingesetzt, so ein paar Kisten und so ein bisschen Müll da drin halt, was er gerade verkauft. Und auf der anderen Seite ist noch so ein kleiner Tisch dazugekommen. Und hier rechts ist eine Kiste, hier links ist eine Kiste. Und das Gebäude hier, glaube ich, wird noch deutlich ausgebessert werden. Da bin ich mir aber noch nicht sicher, was ich da reinbaue. Und ich warte wie immer auf die nächste Pick-Brick-Bestellung. Dazu ist bei der Rebellenbasis was weitergegangen. Und zwar bei dem Gebäude hier. Das ist auch geil, ne? Ich habe hier das Gebäude nicht mal wirklich angefangen, aber schon die erste Etage geplant und jetzt auch schon das Dach geplant. Das Dach und die erste Etage seht ihr wahrscheinlich in der nächsten Folge oder in der darauf schon, wenn die Pick-a-Brick-Bestellung angekommen ist und ich hier das Gebäude fertig gebaut habe, die Etage fertig gebaut habe und das Dach dann darauf kann. Hier drüben bei Jabba's Palast habe ich jetzt hier vorne schon mal etwas angefangen, das höher zu bauen, sodass das dann mit dem Thronsaal von Jabba bzw. Boba deutlich besser passt. Und hier ist die Grundierung hinzugekommen. Ich habe die Steine da mal runtergenommen, die liegen jetzt hier neben. Und ich habe ungefähr schon mal angefangen zu planen, wo so der Anfang der Berge sein wird. Und ganz drüben bei der Last Farm ist auch etwas weitergegangen. Und zwar habe ich diesen Berg hier nochmal ein bisschen erneuert. Bisschen besser sozusagen die Grundierung darunter gemacht. Und hier seht ihr so einen kleinen Brick. Da habe ich überlegt, dass ich vielleicht darunter hier die Sala-Köhle, also so ähnlich eine kleine Höhle darunter baue, wo die Lars-Familie so ein paar Kisten lagert. Das könnte vielleicht so ein geheimer Raum werden. Denn ich habe hiervon noch relativ viele Steine übrig, weil ich das ja ein bisschen kleiner gemacht habe, das Rancor Pit, als ich die Platten hier alle ein bisschen symmetrischer gemacht habe. Das heißt, vielleicht seht ihr in den nächsten Folgen, dass hier drunter so eine kleine geheime Höhle kommt. Hier hinten bei Bib Fortunas Palast ist auch noch etwas weitergegangen. Und zwar habe ich letztens die Burg auf Boba Fett nochmal geguckt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass Fennec und Boba in der vierten Folge durch so ein kleines Gitter im Berg in Bib Fortunas Palast reingelangen. Das habe ich jetzt auch dargestellt. Das Nougat-Gitter wird natürlich noch durch ein schwarzes ausgetauscht. Aber hier rechts daneben wird natürlich auch überall noch Berg hinkommen. Aber dann kann man halt hier durch das Gitter sozusagen da reingehen, was Fennec da ja so, ich würde mal sagen, demoliert. Und dann kommt man in den kleinen geheimen Gang. Und zwar kommen die dann eigentlich unter der Küche raus. Das wäre dann da hinten. Das kann ich aber leider einfach nicht darstellen hier. Deswegen habe ich jetzt beschlossen, dass ich so eine kleine Geheimtür darstellen werde, wodurch man dann in das Gefängnis kommt. Und dadurch gelangt man dann, wenn man aus dem Gefängnis ausbricht, auch hinten in die Küche. Dazu ist das auch noch ein kleiner Fluchtweg aus dem Gefängnis, wodurch man dann einfach nach draußen gelangt. Ich glaube, in das Gefängnis auf dieser Seite hier werde ich auch noch Lando Calrissian, Chewbacca oder Han Solo reintun, da wir ja in Episode 6 sehen, wie diese bei Jabba im Gefängnis sind. Bei der imperialen Basis ist jetzt auch etwas weitergegangen. Und zwar habe ich zum einen hier so einen zweiten Pfeiler hinzugefügt. Da hinten drin, ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut erkennt, sind noch ein paar Waffen und Thermaldetonatoren. Und auf dem Transporter habe ich jetzt noch so ein paar Kisten mit Thermaldetonatoren hinzugefügt. Weil zum einen werden die ja hier verladen, zum anderen sehen wir in Star Wars Rebels, wie solche Transporter ganz oft ein paar Kisten transportieren. Und da drauf kommt, wie ihr gleich sehen werdet, das Duell zwischen Cobb Vanth und Cad Bane.
aus der Position kann man jetzt leider ganz gut erkennen, wofür diese beiden blöden Pfeiler nötig gewesen sind. Und zwar brauchte ich die, um die Platten da drauf zu stabilisieren. Da könnt ihr jetzt sehen, dass hier noch so ein relativ komisches Loch ist. Da wird zum einen eine 16x16er Plate kommen und hier drüben und da natürlich auch noch ein paar Plates. Ansonsten ist bei der Kantine noch einiges weitergegangen. Da musste ich die nochmal ganz auseinandernehmen. Das sieht man jetzt zwar von außen leider überhaupt nicht mehr. Das hat allerdings auch ein paar Stunden in Anspruch genommen. Denn ich musste die Grundierung, also von unten den Boden nochmal auseinandernehmen. Denn da habe ich, wie ich gemerkt habe, ein paar Platten verschwendet und die Stabilität auch deutlich gefährdet. Dadurch habe ich jetzt ein paar von den 6x8er Plates hinzugefügt und allerdings auch welche von den 8x8er Plates gewonnen. Das war es jetzt aber auch schon mit diesem Video für heute. Am Ende könnt ihr euch natürlich wie immer noch die restlichen Tatooine Mock Updates anschauen. Oder wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch noch sehen, wie ich die Razor Crest modifiziert habe, da ja bald The Mandalorian Staffel 3 rauskommt und ich nicht möchte, dass das coole Raumschiff von Mando so ganz in Vergessenheit gerät. Ansonsten hoffe ich natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Wenn das so war, dann lasst doch sehr, sehr gerne ein Abo da. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.